kein Anlass, sich mit der schillernden Welt des Niedriglohnsektors auseinanderzusetzen. Ich sage nur, der Fall Amazon. Herzlich willkommen zu unserer beliebten Rubrik. Skrupellose Schweinekonzerne aus deiner Nachbarschaft wollen dich hemmungslos ausnutzen. Du faule Sau. Tja, da war sogar Ursula von der Leyen, kurz BAF, die Firma Amazon, pfercht also, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, spanische Leiharbeiter in hessischen Ferienhotels zusammen und drangsaliert und bewacht sie mit Hilfe von, na, richtig, ausgebildeten Rechtsradikalen. Was ist das für ein Sicherheitsdienst? Hess Security. Wie Rudolf Hess, Hitlers Stellvertreter und Neonazi-Ikone? Nein. Nein. Nein, nein, Hess ist natürlich eine Abkürzung, heißt hässliche Eierköpfe schikanieren Spanier. Ja. Hat Amazon übrigens Hess Security gefeuert, weil ihnen irgendwer gesagt hat, Freunde, ihr könnt auf der ganzen Welt Lagerarbeiter von Nazis bewachen lassen, aber in Deutschland kommt das so mittel. Ne? Haben sie dann tatsächlich schon eingesehen. Der Fall Amazon könnte vielleicht mal zu einer ehrlichen Mindestlohndebatte führen. Stimmt das eigentlich, dass die CDU jetzt auch für den Mindestlohn ist? Wir wollen eine Lohnuntergrenze und zwar nur für diejenigen, die nicht von einem Tarifvertrag heute erfasst sind. Ah, verstehe. Tariflich vereinbarte Ausbeutung ist also weiter erlaubt. Einer Friseurin darf man in diesem Land ernsthaft 3,06 Euro die Stunde zahlen. Aber Tariflohn. Gut, 3,06 Euro, da sind ja gut und gern zwei Pferdelasagne drin. Also, will Frau Merkel jetzt so eine Art Mindestlohn oder nicht? Wir bitten die Tarifpartner, sich die einzelnen Branchenlöhne anzuschauen, und zwar die, die für allgemeinverbindlich erklärt sind. Okay, okay. Und mit dem Anschauen dieser branchenspezifischen Löhne dann zu entscheiden, was könnte für die, die überhaupt keine Lohnbindung haben, eine vernünftige Lohnuntergrenze sein. In der Sendung mit der Maus, würde man jetzt sagen, das war kein Deutsch. Ich habe kein Wort verstanden. Da lobe ich mir die FDP. Die sagt wenigstens klipp und klar. Lachen Sie, wenn ich FDP sage? Traurig. Die FDP sagt klipp und klar, flächendeckender Mindestlohn ist böse, denn wenn diese Niedrigarbeitsplätze wegfallen, weil man sie durch hohe Löhne kaputt macht, dann haben sie gar keine Arbeitsplätze mehr. Ja und? Ein Arbeitsplatz, von dem man nicht leben kann, ist kein Arbeitsplatz. Ergo kann auch nicht wegfallen. Mindestlohn für Anwälte und Apotheker findet die FDP übrigens supi. Ja, die kriegen vom Staat festgelegte Honorare und Preise. Und der Vergleich ist fies, denn solche Leute kann man jetzt nicht mit Amazon-Sklaven vergleichen. Das sind wertvolle Menschen. Sprich FDP-Wähler. Vom Aussterben bedroht. So, und jetzt sagt ein CDU-Mann mal was Grundsätzliches zum Thema Armut im Bundestag, gerade gestern. Und was er sagt, wird Sie erstaunen, es ist gar nicht so schlimm mit der Armut. Menschen können sich durchaus bei genügender materieller Grundausstattung als arm empfinden. Umgekehrt können Menschen sich auch trotz geringer materieller Mittel ihr Leben als reich und glücklich vorstellen. Exakt. Ja, natürlich. Wenn Sie arm sind, dann stellen Sie sich doch einfach vor, Sie wären reich. Problem gelöst. Das geht auch ohne Mindestlohn. Da brauche ich doch den Staat nicht. Junge, Junge, was ist aus diesem schönen Land geworden? Niedriglohn, wo du hinguckst. Und wer hat's gefunden? Kleiner Tipp, es war nur die Schweizer. Ja. Deutschland hat ein echtes Imageproblem. Ich begrüße den Senior Vice Junior Partner der Werbeagentur Ehring und Ehring, Christian Ehring. Christian, müssen wir uns nicht langsam alle schämen? Im Gegenteil, Herr Wenke. Ich sage Ihnen, die Chinesen werden grün vor Neid. Bis vor kurzem hatten die quasi ein Monopol auf die Sklaverei, aber die Zeiten sind vorbei. Nimm das, Hopsing. Haha. Hier. Sollen wir doch noch stolz drauf sein, oder was? Ja, natürlich. Hier, die neue Image-Kampagne der Bundesregierung. Deutschland, Vorsprung durch billig. 8 Millionen Menschen arbeiten bei uns im Niedriglohnsektor. Kann ja sein, dass wir im Fußball nichts mehr reißen, aber dafür sind wir Ausbeutungs-Europameister. Yeah! Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da so jubeln möchte. Ständig sieht man im Fernsehen Berichte über schreckliche Arbeitsbedingungen. Hier, bei Zalando zum Beispiel. Wer auf die Toilette muss, ist auf diesen Container angewiesen. Er steht mitten
deswegen müsste da noch nicht mal eine Tür sein. Ja. Zalando sollte da ganz offen mit werben. Hier mein Vorschlag. Zalando, schrei vor Glück. Über Amazon habe ich gefragt, wie habe ich mir das denn vorzustellen als Arbeitgeber mit Spaß an Ausbeutung? Rufe ich da einfach bei der Sklavenvermittlung an oder was? Im Grunde ja. Die bestellen Sie bei denen und dann müssen Sie die nur noch irgendwo unterbringen. Und zwar hätte ich 50 polnische Leiharbeiten, die muss ich hier unterbringen für Amazon. Was sagen Sie, Polen? Ja, die nehme ich gerne. Die sind ja nicht so dreckig, als können wir dem Holzofen umgehen. Außerdem gehen die ja auch zu siebt in eine Hütte, ohne zu meckern. Und außerdem saufen die Polen nicht so viel. Immer der zu empfehlen. Die sind sauber, fleißig und stapelbar. Die sehen alle gleich aus, habe ich gerade gesehen. Ist doch alles furchtbar, Ehring. Warum lassen die als Gesellschaft das zu? Hallo, ganz Europa geht's beschissen. Nur uns geht's Gold. Warum denn? Weil wir so wahnsinnig fleißig sind? Gestern habe ich versucht, beim Klempner einen Termin für 2014 zu kriegen. Nein. Unseren Erfolg verdanken wir ausschließlich unserer Ausbeutungskompetenz. Ich würde damit als Firma viel aggressiver werben. Arbeiter, die von uns ausgebeutet werden, wurden auch ausgebeutet von... Ja, hier könnte auch die Heute-Show stehen, aber die Trottel bezahlen ja ihre Mitarbeiter. Also manchmal, Lecke, also... Amazon, Zalando, DHL, Hermes, Eismann, die kannst du alle in einen Sack stecken. Naja, Sie haben es als Kunde doch in der Hand. Sie können morgen aufhören, Ihre Bücher und Ihre Bumsfilme mit Gratisversand bei Amazon zu bestellen. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das wissen Sie, gibt es auch immer Platz für das Positive. Die Deutsche Bischofskonferenz hat diese Woche beschlossen, in Führung...